Guten Morgen, ihr Lieben. Ich zeige euch mal, wo ich hier bin. Mitten in Berlin. Auch das hat wieder seinen Grund. Warum es einen heute direkt nach Mitte verschlagen hat. Den Grund zeige ich euch dann im weiteren Verlauf. Weil mir kam gerade der Impuls, dann mit euch noch woanders hinzufahren, wenn dieses Treffen hier beendet ist. Also hier ist schon mal wunderschön. Ich grüße dich, Mariana. Ich hoffe, es geht dir gut. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch recht herzlich mal von einer anderen man sagt schon aus einer anderen Perspektive. Ja, man war heute zu diesem Treffen, diesem Esoterik-Treffen nannte man das. Aber es ist auch nur ein Name, ein Konzept. An sich ist es ein Treffen gewesen, wo sich Gleichgesinnte begegnet sind, die dieselben Interessen haben und die eben Erfahrungsaustausch getätigt haben. Und man fuhr nach Berlin Mitte rein, wo ich ja fast ein Jahr lang nicht gewesen bin. Und man spürte diese, es war wie ein, sagen wir mal so, ich habe fast wie einen Selbsttest durchgeführt an mir selbst. Dadurch, dass ich hier, wo ich wohne, sehr man könnte fast meinen abgeschirmt bin von jeglichen Trubel, weil ich hier wirklich in der Natur lebe. Also nicht in der Natur, aber hier bei mir um der Ecke ist ein See. 10 Minuten zu Fuß ist der nächste See. Es ist Wald. Und ich habe ja so nicht allzu viel Begegnungen mit Menschen. Also, weil ich sehr, sehr viel mit mir selbst bin. Und solchen Trubel oder so eher meide. Die einzigste Begegnung, die ich jeden Tag habe, ist mit mir selbst. Mit mir selbst und mein Sohn, der letzten Endes auch ein Mensch ist, der an sich seine Maske trägt und die noch nicht abgenommen hat und ich somit, es ist aber, ich sag mal so, es ist aber Ruhe und Frieden, weil es gibt ja keinen Anlass, irgendetwas an mir es wird bei mir nichts mehr getriggert, sagen wir mal so, es ist wie so eine wie eine Mauer, das prallt alles ab. Aber es kommt auch nicht zustande, weil er wahrscheinlich auch schon in einem ganz anderen Fahrwasser sich befindet, als es noch vor vielen Momenträumen war. Also man sieht auch bei
den engsten Familienmitgliedern, dass eine Transformation zustande kommt. Sie werden ruhiger, sie sind nicht mehr so aggressiv. Es findet was statt, man kann es beobachten. Sie kommen aus ihren Ego-Strukturen so langsam raus, indem sie einen einfach Unterstützung anbieten, von selbst, ohne dass man was sagen braucht. Also das sind so kleine Phänomene, die man beobachten kann. Die Transformation eben darstellt. Ja, ich wollte eigentlich was erzählen von meinem Selbsttest, ja. Aber dieser Selbsttest ist ja, hängt ja damit zusammen, aufgrund dessen, dass ich hier sehr in Ruhe und Frieden lebe. Wirklich absolute Stille, absolute Ruhe, absoluter Friede. Es ist manchmal schon, wenn ich jetzt sage unvorstellbar, dann ist es nur, weil ich dieses Wort gebrauche. Gebrauche es natürlich, weil ich dieses Wort nutze. Aber es ist manchmal schon mystisch. Jedenfalls der Selbsttest. Aufgrund dessen, da hier absolute Ruhe bei mir ist, das kannst du schon als Sanatorium bezeichnen. Erholungsgebiet, weiß der Fuchs wie. Habe ich mir selbst diese Momenträume kreiert und bin dahin gefahren zu dieser Gruppe. Dieser Impuls kam nämlich während der Fahrt, als ich in Mitte war, wo alles so voll ist und so voll bebaut und Häuser eins nach dem anderen, Verkehrsdichte und so weiter. Auch sonntags ist da viel los, also das spielt da keine Rolle, ob da Montag ist oder Sonntag. An einer ganz bestimmten Stelle an der Ampel hinterfragte ich nicht mich, sondern hinterfragte ich was ist da? Ist es immer noch so, wie es sich bei diesem Ayahuasca-Retreat gezeigt hat, weil da war es dieser Auslöser zu dieser ewigen Ruhe und Stille und diesem Handeln aus der puren Liebe heraus. Und in dem Moment, wie ich mich das fragte, stellte ich fest, es ist immer noch so. Ich sah in die Augen der Menschen, jeden Menschen, den ich anschauen konnte, in dem sah ich das andere Ich. Jeder, der mir über den Weg lief, für den empfand ich die pure Essenz dahinter, hinter dieser Maske. Weil jeder ist diese pure Essenz dieser Liebe. Hinter seiner Maske. Und das nahm ich wahr für mich. Und als ich dann diese Menschen traf, hat sich das wieder so verstärkt. Das ist immer so ein so eine Art, ja, das ist, weil wenn du nicht mit so vielen Leuten tagtäglich zu tun hast, dann könnte doch schon mal so ein Gedanke aufkommen, bist du jetzt rausgefallen aus dieser Frequenz? Wenn du einmal so tief in dieser mittelbaren
Frequenz drinne bist, fällst du nicht mehr raus. Dann kann dich nichts mehr rausziehen. Ich sage immer ganz bewusst, diese mittelbare Frequenz, die keine Emotionen zulassen und die keine Hochgefühle und keine niedrigen Gefühle zulassen. Aber du hast Gefühle. Wenn du mit Menschen interagierst, dann ist es so, dass du aus dem Mitgefühl handelst und aus der puren Liebe heraus, weil das gar nicht mehr anders geht und du bist dann in dieser puren, bedingungslosen Annahme und Akzeptanz den Menschen, der dir gegenübersteht, ihn eben so anzunehmen und zu akzeptieren, wie er ist, weil du weißt, dass er im Kern was anderes ist, nämlich Liebe. Und du musst es nicht permanent fühlen. Das Bewusstsein reicht schon, dass du es weißt, weil ich sage ich, weil man unterhält sich ja, ne? Man hat es einmal für 5 Stunden so tief erfahren und es hat in dem zellulären System sich so dermaßen eingebrannt. In der DNA ist es so wieder verankert in der, ich sag mal, die Blaupause, die wir haben. Das ist wie eine Reaktivierung. Und diese Erinnerung kam in diesen 5 Stunden damals, in Anführungsstrichen. Das war so heftig, dass ich, ich habe es mir natürlich auch wieder programmiert, dass ich da nicht mehr rausfalle. Weil ich kann mich erinnern, da war dieses Mädel, die auch mit mir eine Art seelenverwandt ist. An sich sind wir alle seelenverwandt. Wir sind alle Brüder und Schwestern. Sie sagte mir, sie hatte schon mal ein Ayahuasca-Retreat gemacht und sie fiel aber dann wieder raus ins Ego zurück, in Wertung oder so. Und als ich das damals hörte, war sofort bei mir der Alarmknopf an. Du fällst da nicht mehr raus, du bleibst da drin, dir passiert das kein Stück. In dem Moment, wie ich das erkannte und wahrgenommen hatte, dass ihr das passiert ist, habe ich es bei mir sozusagen schon programmiert, indem ich Bewusstsein reingelegt habe. Ja, und das war heute so diese Art von Test, als ob ich ja irgendwie, ich wollte, naja, ich sag mal so, es hat mich dort wieder hingeführt, geleitet. Und warum? Um meine Erfahrung zu teilen. Ich habe dort ein paar Visitenkarten ausgetauscht. Wir treffen uns weiterhin. Wir sind richtig super. 5 Menschen, die die gleichen Interessen haben, wo man super Impulse weitergeben kann. Wir waren alle voneinander so begeistert. Keiner kannte den anderen. Niemand. Und es war einfach nur ein purer Genuss mit Menschen, mit anderen Selbsten, die einen auf Augenhöhe sehen, wo kein Ego mehr groß vorhanden ist, wo aber Glaubens, Glaubens,
Sätze noch drin sind bei den Menschen und Angst. Angst, letzte Schritte zu tun und sowas. Aber man kann ja da sehr gut Hilfe anbieten und anhand von Gesprächen war das auch wieder wunderbar. Ich hatte da einen netten Begleiter noch den ganzen Tag über. Er ging dann mit mir noch zu einem anderen Treffen in das buddhistische Haus bei mir hier oben, wo ich immer hingehe, wenn es mich gerade mal dahin zieht, wenn ich den Impuls kriege, habe ich ihn mitgenommen. Er kam aus Kolumbien. Wunderbar, das hat gepasst. Das hat mich sowieso schon immer mal dahin gezogen. Aber das war, es war interessant, es war spannend. Und ich habe es auch abgeglichen in mir, ob da etwas mich zu ihm hinzieht, zu diesem Mann, der, sage ich mal, wie soll ich es mal nennen, typmäßig, also ist das mein, spricht mich an, ja, sagen wir mal so. Aber du siehst jeden Menschen, egal ob er dich, wen spricht das an, das ist jetzt die Sache, es spricht mich nicht mal an, optisch gesehen hat jeder eine Art Geschmack. Aber du siehst in ihn, in den Menschen, ein anderes Du. Und außerdem weiß ich, wer für mich bestimmt ist. Und dadurch kann ich das vollkommen so hinnehmen, wie es heute war. Tja, das war ein wunderbarer Tag. Aber eigentlich wollte ich euch was anderes mitteilen. Das lese ich euch aber noch vor. Es, was ihr erleben könnt und was ihr auch erleben werdet in absehbarer, vermeintlicher Zukunft ist, wenn ihr auf diese Schwingung kommt, wo ihr eure Glaubenssystem, Glaubensmuster und Glaubenssätze, wo wenn ihr das heilt in euch, dann habt ihr eine dementsprechende Schwingung und zieht auch die dementsprechenden Partner für euch an, ob Männlein oder Weiblein, je nachdem. Und da die Erde ja Heilung erfahren möchte und erfahren wird, bilden sich ja dadurch Paarverbindungen, die dann eine enorme, extreme Art von Verbindung, Liebesverbindung leben werden. Es passiert mit jedem Pärchen, was sich derzeit bildet, die sich dessen bewusst sind, ihre, also die sich dessen bewusst sind, dass sie sich innerlich selbst heilen können. Diese Menschen, diese Paare werden eine Liebe erleben, die sie vorher noch nie gelebt haben, die sie nicht kennen. Ich kenne es selbst auch noch nicht, aber ich kann es mir vorstellen, denn das, was ich mir vorstellen kann, werde ich erleben. Und jetzt lese ich euch was vor. Das hier ist das, was ein selbst momentan betrifft,
was man selbst erleben wird. Ich kann es dann irgendwann mal in weiteren Videos, wenn ich es physisch erlebe, mit euch gerne teilen, was ich sicherlich auch machen werde. Aber das ist jetzt mal ein Vorgeschmack, was ich euch hier vorlese. Viele Lichtsternenpaare, die sich nicht nur auf der unsichtbaren Ebene, sondern auch auf der physischen, sichtbaren Ebene wiedergefunden haben und noch wiederfinden werden, was eben passieren wird mit den zukünftigen Paarverbindungen. Und zusammen die Einheit ihrer Liebe leben und zelebrieren, werden ganz tief in sich das Klarwissen tragen, dass es für sie die letzte Inkarnation auf Mutter Erde ist. Sie wurden nochmals aufgerufen, hier zu erscheinen, nicht getrennt voneinander, sondern zusammen. Voll bewusst und präsent im Ausleben und Weitergeben ihrer kostbaren Weisheit aus den kosmischen Ebenen und all ihre hochspirituellen Gaben und Fähigkeiten nutzend, um das Kristallgitter der Erde zu stärken und das Feld mit der aussendenden Kraft ihrer bedingungslosen Liebe anzuheben. Dafür ist man hier inkarniert. Aber nicht nur ich selbst oder das Selbst oder ich, wer auch immer, wie ihr das bezeichnen mögt, sondern eigentlich seid ihr das alle. Ihr seid es euch nur noch nicht bewusst. Das gigantische Heilungspotenzial, was beide aus ihrer Einheit heraus ins Sein einbringen, sprengt jegliche Grenzen der Vorstellung und transzendiert die menschlichen egoistischen Verhaltensmuster hinein in das allumfassende Bewusstsein der spirituellen Ganzheit eines jeden Wesens, dessen essentieller Ursprung in den lichten Höhen der ätherischen Sphären liegt. Und das ist auch das, was ich selbst immer versuche mir vorzustellen. Aber ich habe es schon gesehen auf meinen Filmen, deswegen kann ich es mir vorstellen, weil ich es schon gesehen habe. Und zweitens, was ich mir vorstellen kann, erlebe ich auch. Das Wissen um die wahre Verbindung ruht tief verborgen in der Essenz und ist im Bewusstseinskern der Herzen gespeichert, und zwar in der fünften Herzkammer, die göttliche Kammer, wieder die fünf, der komplette Mensch. Wie auch das Wissen darum, dass sich die Energiefelder der beiden Seelenaspekte schon vor der physischen Verbindung bzw. Begegnung zueinander immer mehr angleichen, um letztendlich ganz und vollständig zu einer Wesenheit zu verschmelzen. Die kümische Hochzeit, das ist dieses Phänomen, ich wollte darüber schon immer mal ein Video machen, bildet das heilige Ritual der Verschmelzung, Heilung und Ganzwerdung aller Seelenanteile, beider Herzensstrahlen zu einem in sich geschlossenen Wesen aus Licht und Liebe, das mit dem Abschluss dieser Inkarnation als androgynes geeintes Lichtwesen die königlichen Hülle ein für alle Mal ablegt. Ach, die königliche Hülle, Quatsch, die körperliche Hülle ein für alle Mal ablegt, um zum wahren Ursprung des intergalaktischen Seins in die wahren Sternenebenen zurückzukehren und in der abgeschlossenen Einswerdung der Seelenherzen ihr universelles Erbe anzutreten. Sie werden eins mit dem Sternenall, ruhen in der geballten Kraft der Schöpfung und in der Ahnung eines Gedankens liegt die Vorbereitung des manifestierten Seins von der Allmacht Gottes selbst.
Wer das fassen mag, der fasse es. Wer das zu fassen, ja, ihr wisst schon, in der Erfahrung der göttlichen Ekstase mit jeder intimen und hell erstrahlenden Begegnung auf Herzensebene bereiten sich die wiedervereinigten Lichtsternenpaare in ihrem physischen Sein darauf vor, sich mit der Magnetkraft ihres Herzenergiefeldes immer mehr emporzuschwingen, anzuziehen, sich zu verbinden und sich auf die allumfassende Einheit mit jeder Faser ihres Seins einzulassen, alles durch sich hindurchfließen zu lassen, was nicht im Sinne dieser kostbaren, heiligen Einheit ist. Die kümische Hochzeit auf allen energetischen Leveln ihres physischen und kosmischen Seins können auf diese einzigartige Weise nur Seelenzwillinge erfahren. Zwei ätherische Seelenflammen mit dem gleichen Blueprint, der gleichen Seelen-DNS. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet. Die Menschen, die ihr trefft und ihr euch mit denen eure Themen spiegelt, sind die Menschen, die für euch bestimmt sind. Es gilt in diesen Verbindungen, diese Themen zu klären und zu bereinigen, damit ihr dieses erleben könnt. Das ist auf einer gewissen Art jenseits der Vorstellungskraft, aber es ist Fakt. Jenseits der noch vorhandenen Dualität, die sich in die Multidimensionalität des Herzfokus wandelt. Ein Seelenwesen, sich ausgleichend, nährend, unterstützend erheben sie sich in ihrem majestätischen Sein über alle Grenzen und ruhen doch so tief, gelassen und behütend in ihrer Präsenz und wachen auch nach dem Übergang in das Sternentor aus dem Hauch ihrer Erinnerung über jene, die auf irdischen Gefilden bleiben. Alles ist gesegnet, ihr seid allzeit beschützt, wandelt ihr doch für immer im überirdischen Glanz der hohen Präsenz, der kosmischen Wahrnehmung von allem, was ist und in Erscheinung treten möchte. Für alle Lichtsternpaare, die sich in diesen Tagen bewusst zu ihrer Einheit bekennen, ihr heiliges Erbe der Erdheilung und Reinigung für sich selbst und die Einheit antreten und aus ihrer tiefen Liebe heraus das äußere Sein von innen heraus transformieren, wird es die letzte Inkarnation sein. Und der Abschluss bildet die kümische Hochzeit. Die kümische heilige Hochzeit auf allen Ebenen, in allen fünf Körpern. Dies ist allumfassend hochenergetisch und die letzten Reste alter Energien auflösend, um das eine Wesen im Licht der Einigkeit zu begrüßen. Und jetzt erinnert euch bitte, diese kümische Verschmelzung geschieht in dir. Du hältst einzig über deinen Fokus die bedingungslose Herzkraft darauf, alle Egoanteile in die Rückverbindung mit deinem wahren Wesen zu bringen. Je inniger und tiefer du hier gehst, umso mehr Vertrauen entsteht. Du wirst allen inneren Mangelzuständen enthoben. Das Außen, der Schein, tritt immer mehr zurück.
Deine wahren Prioritäten liegen auf Authentizität und Wahrhaftigkeit. Du implodierst in dir. Du bist eins mit allem. Wenn dir das bewusst ist, dass du eins mit allem bist, hast du dein wahres Ziel erreicht. Weil es gibt ein Ziel. Der Weg ist dahin führend. Letzten Endes ist dein Ziel die Bewusstwerdung, dass du eins mit allem bist. Das andere kommt dann von selbst. Dein höheres Selbst orchestriert Begegnungen, Ereignisse und Abläufe gemäß deiner Seelenenergie und Frequenz. Genau wie es heute bei mir war. Mein höheres Selbst orchestrierte die Begegnungen, damit ich wieder mich selbst testen kann. Bin ich in dieser Energie noch? Oder fängt da irgendeiner noch an zu spinnen vom kollektiven Ego heraus? Du wirst offen für nicht-materielle Wunder, die nur du erkennst. Du entsendest über dein Ankommen im Kern die Botschaften tiefen Friedens. Genau. Du bist in dir geerdet, in der Erfüllung an deine eigene göttliche Partnerschaft. Du musst auf der äußeren Ebene nichts mehr beweisen und erfüllen, was wieder nur dein Ego nährt und befriedigt. Wenn du an jenem Punkt der Zentrierung deines wahren Wesens angekommen bist, fallen alle Ego-Trigger ab. Bist du gerade im tiefen Ankommen der Einkehr deiner Seele, schwingst du von Moment zu Moment im jeweiligen Jetzt. Kannst du dich von allen Ego-Mechanismen befreit, einzig aus dem Herzkokon deiner Seele heraus zeigen und preisgeben? Hast du die multidimensionale Schwingungsfrequenz integriert, die nichts mit dem Chaos der 3D-Matrix mehr zu tun hat? Bist du inmitten der Verbindung deiner göttlichen Präsenz, wirst hier gehalten und immer mehr auf deinen essentiellen Wesens- und Seeleneindruck vertieft? Hast du die Vision der Verschmelzung mit deinem göttlichen Herzkristall für die Wiedergeburt der göttlichen Partnerschaft in und aus dir herausgestaltet? Tja, das ist sehr, sehr ergreifend hier. Und das ist letzten Endes die wahre Hochzeit. Alles andere, was hier euch draußen gezeigt wird von Hochzeit, das sind abhängig gemachte Vereinbarungen. Das ist keine Hochzeit. Das, was hier in absehbarer Zeit, sage ich mal, entsteht, das ist die wahre Hochzeit. Und alles andere ist inexistent. Und es wird immer mehr und mehr geschehen, weil man es selbst erlebt. Und was man selbst erlebt, können auch die anderen erleben. So, das war's dann mal von mir für euch. Und ich konnte damit ein bisschen was anfangen. Und bedingungslose Liebe und allen Segen. Ciao, ciao, eure Moni.